Willst du auch endlich ins Machen kommen? Also nicht nur Inhalte irgendwo konsumieren, sondern auch so richtig umsetzen, damit dein Online-Business vorankommt? Dann möchte ich dir heute meinen Machen-Club vorstellen. Der ist nicht ganz neu, den gibt es schon länger, aber derzeit sind die Tore gerade offen und zwar ist er buchbar bis Montag, 27. Juni abends. Also, wenn du interessiert bist, dann erzähle ich dir jetzt ein bisschen etwas über den Machen-Club und dazu habe ich eine ganz kleine Präsentation für euch vorbereitet. Und ja, geht schon los. Also, das ganze Ding heißt Machen-Club und der Name ist Programm. Es geht eben ums Machen. Dass du Dinge in deinem Business tust, die dein Business wirklich voranbringen. Wir gehen da nach einem bestimmten Stufenplan vor, wobei eben das M steht für die mächtige Basis, deine Zielgruppe. Das A für ausgezeichnete Ideen, also deine Angebote, das C für coole Menschen, sprich dein Marketing, und das H für hervorragende Beziehungen, das heißt eine Newsletterliste, das E für erstklassige Kunden, das heißt, da dreht sich alles um Launch und Verkauf, und das N schließlich für deine nächsten Schritte, das heißt Wachstum. Je nachdem, auf welcher Stufe du stehst, ja, kriegst du die entsprechende Unterstützung im Machen-Club. Das heißt, du findest jede Menge in der Bibliothek, ja, jede Menge Videos und Vorlagen und Checklisten, also alles, was dich unterstützt, um deine Stufe, auf der du gerade stehst, zu meistern. Zu Beginn wirst du eben ein kleines Quiz machen, ja, um herauszufinden, auf welcher Stufe du gerade stehst. Das kannst du übrigens immer und immer wieder mal machen. Und je nachdem sind dann bestimmte Aufgaben zu erfüllen, ja, damit du eben diese deine Stufe meisterst und so zur nächsten Stufe springen kannst. Es gibt übrigens keine gute oder schlechte Stufe, ja, wir sind jeder in unserem Business immer wieder mal auf verschiedenen Stufen unterwegs. Und deswegen ist auch dieser Machen-Club, ja, sowohl für Leute geeignet, die erst mit ihrem Business starten, als auch für diejenigen, die schon fortgeschritten sind und auch die Mitglieder im Club wirst du sehen, ja, die bisherigen, ist eine ziemlich gemischte Gruppe, aber eine tolle Gruppe, sage ich euch. So, was ist jetzt drin konkret? Es ist eben, wie gesagt, diese hervorragende, tolle, hilfsbereite und vor allem, für was ich sehr dankbar bin, auch sehr wertschätzende Community hier, die sich gegenseitig unterstützt. Es entstehen sogar Kooperationen etc. Also wirklich, also die Gruppe könnte nicht besser sein. Zweimal im Monat gibt es Fragerunden mit mir, wo ihr all eure Fragen stellen könnt. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, wo man auch, sobald man irgendwo feststeckt, ja, in die Gruppe hineinschreiben kann. Und ich schaue mir das wirklich täglich bin ich in der Gruppe und beantworte die Fragen auch. Dann haben wir einmal im Monat einen sogenannten Machen-Tag und wie der Name schon sagt, geht es hier wirklich ums Machen. Das heißt, wir schauen, dass wir an dem Tag an unserem Business arbeiten und ich bin auch den ganzen Tag für jegliche Fragen stehe ich zur Verfügung, auch eins zu eins kurz, ja, damit wirklich an diesem Tag wirklich ordentlich was weitergeht. Ja, dann gibt es immer wieder Workshops, ebenso Quartalsplanungsworkshops, jedes Quartal einmal einen Jahresplanungsworkshop. Wir planen Launches gemeinsam. Es gibt Workshops auch zu verschiedensten anderen Themen, wie Preisfestsetzungen, also wie setze ich Preise fest und, und. Ja. Dann haben wir einmal im Quartal eine sogenannte Sprintwoche und die ist übrigens sehr beliebt, ja, weil in dieser Woche machen wir Folgendes. Wir fokussieren uns ja auf ein Projekt oder Teilprojekt, je nachdem, was es ist, in unserem Business und arbeiten extrem fokussiert genau an diesem Projekt, bis wir es bis Freitag
eben fertiggestellt haben, dann wird es groß gefeiert. Ja, also das Feiern und der Spaß kommen auch nicht zu kurz im Markenclub. Dann gibt es einen quasi, ich nenne es immer so gerne ein bisschen der Club im Club, nämlich den Business Buch Club. Für all die Leseratten unter euch, ja, wo wir gemeinsam im Quartal gemeinsam eben ein Buch lesen. Also wir lesen es uns nicht vor, ja, aber wir treffen uns einmal im Monat und besprechen die Inhalte des Buches und schauen, wie wir sie umsetzen können oder ein paar Ideen daraus umsetzen könnten. Sehr spannend. Welches Buch gelesen wird, wird immer gemeinschaftlich entschieden. Ja, also es ist sehr demokratisch im Machenclub. Und ja, und dann gibt es eben, wie gesagt, diese Bibliothek mit Vorlagen, Videos, also alles Material, ja, was dir weiterhelfen soll auf deiner bestimmten Stufe, um weiterzukommen. Und ich erstelle da auch laufend neue Inhalte. Mittlerweile richte ich mich danach, wo ich sehe, da braucht sie Unterstützung oder da braucht sie noch Informationen. Ja? Und dann gibt es auch Vergünstigungen für meine Kurse, auch für die Einzelberatung, ja? Und jede Menge mehr Überraschungen. Und weil die Frage immer wieder kommt, ja, der gesamte Club wird von mir betreut. Das heißt, sowohl die Facebook-Gruppe als auch Fragerunden, Workshops, Machentage, Sprintwochen. Also da ist überall Karin mit drinnen. Ja. Das heißt, wenn du dich entschließt, ja, dabei zu sein, dann wirst du quasi mit mir Vorlieb nehmen müssen. Ja, man startet das Ding. Das Ding läuft bereits. Ja. Und buchbar ist der Machenclub eben bis zum 27.06. Ich würde mich natürlich sehr freuen, ja, wenn du dabei wärst. Mehr Informationen findest du auch hier. Ich stelle den Link dann auch noch hier dazu. Dort wirst du nämlich auch staunen, ja, über den Preis. Ja. Weil vielleicht glaubst du jetzt, das ist wahnsinnig teuer und nicht leistbar. Da könnte es auch eine kleine Überraschung geben. Aber schau doch selber nach. So, und wenn du dann noch Fragen hast, ja, dann schreib mich einfach an, frag mich, ja, schreib mir eine Nachricht auf Social Media oder eine Mail oder wie auch immer. Wir können auch gerne kurz in Zoom uns treffen und stell mir all deine Fragen. Dafür bin ich ja da. Also, ich würde mich freuen, wenn wir uns auf der anderen Seite sehen im Machenclub.